Ja, mein Name ist Carla Klasen. Ich arbeite für Osborne Clark in Köln. Osborne Clark ist eine internationale Wirtschaftskanzlei mit Standorten in vielen Ländern in der ganzen Welt und eben auch vier Standorte in Deutschland. Wir decken alle Rechtsgebiete ab und ich bin eben im Energierechtsteam bei Osborne Clark in Köln. Die Elektromobilität hat vor allem, was die Ladesäuleninfrastruktur angeht, ja viele regulatorische Schnittstellen zum Energierecht. Es ist eigentlich so einfach, es ist nur eine Steckdose und andererseits aber eben doch sehr kompliziert, dass es eben ja viele Rechtsbereiche betrifft, also Mess- und Eichrecht und aber auch die ganzen Umlagen und so weiter, Baurecht. Also es ist, sind sehr, sehr viele Themen, die da eine Rolle spielen. Ja, ich finde es schade, dass ja eigentlich so ein einfaches Thema von der Politik so verkompliziert wird. Ich glaube, die EU macht da schon gute Fortschritte, dass sie eben das EU-weit anpackt und gerade was die für die Stecker erreicht hat, da eben einheitliche Standards entwickelt. Aber gerade die Deutschen tun sich da irgendwie sehr schwer und stellen sich, glaube ich, manchmal selber ein Beinchen, dass sie es doch immer so kompliziert machen müssen. Bei meinem ersten Treffen in Frankfurt der Arbeitsgruppe fand ich es ganz toll, dieses praktische Know-how ja, aufzunehmen. Man sieht als Jurist immer nur die rechtliche Seite, muss aber eigentlich auch das ganze Faktische verstehen, muss die ganzen Geschäftsmodelle verstehen und die Sorgen. Und das fand ich ganz toll, um einfach ja, viel zu lernen. Dann natürlich um andere Akteure aus der Branche kennenzulernen und vielleicht auch um eben gestaltend tätig zu werden. Denn das ist natürlich auch eine schöne Sache von einem Verband, dass man eben ja, die Politik beraten kann, wo drückt denn der Schuh und wo sollte man vielleicht mal Anpassungen anstreben. Ja, ich persönlich bin weder ein E-Auto gefahren noch mitgefahren. Ich hätte aber große Lust, das mal auszuprobieren, denn was man so hört, es soll sehr viel Spaß machen, die Beschleunigung soll super gut sein. Allein deswegen würde ich es gerne mal ausprobieren.